Ja, hallo. Wir sind ganz spontan live heute. Wir haben schon lange darüber nachgedacht, aber irgendwie kam es noch nicht dazu. Und zwar wollen wir einfach mit euch teilen, was wir tun und wo eigentlich im Moment fast die meiste Zeit von uns hier ist. Und das ist in die Ausbildung, denn wir begleiten 9 wunderbare Frauen auf dem Weg zum transformativen Coach. Das ist ein 3 Prinzipien-basierte Coach-Ausbildung, die letzten August begonnen hat. Und nun sind wir im Endspurt. Und wir merken einfach, dass wir wirklich das Bedürfnis haben, auch zu teilen, damit Menschen, die Lust haben auf Neues, auf Veränderung, auf den Menschen als Unterstützung in dieser Welt, für die da zu sein, dass die wissen, dass wir das auch anbieten. Und heute war die erste Idee, dass wir dorthin schauen, wo es für uns begonnen hat. Nämlich, wie wurde Shelia Coach? Und das ist die Frage. Shelia, how you be, did you become a coach? Wie wurdest du Coach? Wie hast du diesen neuen Beruf damals für dich gefunden? Also, ich habe diesen Beruf entdeckt zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo so ziemlich alles schiefgelaufen ist für mein damaligen Empfinden. Ich war nach sehr, sehr vielen Jahren in der Agentur sehr gestresst und ausgelaugt und hatte 5 oder 6 Jahre den Wunsch gehegt, auszusteigen aus diesem Beruf und irgendwie in einen anderen Beruf zu gehen. Aber ich war völlig festgefahren und wusste überhaupt nicht, wie und was und ob, und habe mir auch immer irgendwie selber erzählt, und mein Kopf hat mir erzählt, du bist auf diesem Karriereweg, das geht nicht, dass du was Neues anfängst. Und wie das Leben so wollte, habe ich einen Schicksalsschlag erlebt. Mein Bruder ist gestorben in Afghanistan. Gestern war sein Todestag, Lea. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Am 12. April 2007 ist das passiert. Und neben dem ganzen Trauer und all die Gefühle, die damit einhergegangen sind, habe ich wie durch sein Weggehen von dieser Welt plötzlich gemerkt, ich muss aufwachen zu dieser Welt. Ich wollte leben und ich hatte das Gefühl, ich lebe nicht. Und ich habe direkt nach seiner Beerdigung gekündigt und hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben mache. Bin auf eine Reise nach USA gegangen, wirklich 4 Wochen fast auf einer Tour, ganz, ganz toll. Mein Kopf ein bisschen freigepustet und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann saß ich dort und dachte mir, okay, und was jetzt? Mein Job ist weg, ich habe keine Ahnung. Und bei mir gab es ein Bücherregal im Haus, und zwar in diesem Haus, wo ich jetzt sitze und noch lebe. Und zwar, es gab 2 Reihen in meinem Bücherregal. Die erste Reihe war gefüllt mit ganz intelligenten, akzeptablen Büchern. Bücher, die man der Außenwelt präsentiert. Über Branding und Marketing und Customer Relationship Management. Also auch ganz viele Dinge, die mit meinem damaligen Online-Beruf zu tun hatten. Und in der zweiten Reihe waren die versteckten Bücher, so die heimlichen Themen, für die ich mich interessiert habe, wie Heilsteine und Themen auch wie Kommunikation mit anderen Menschen. Ich habe mich interessiert für Depression und Psychologie, Dinge, die Menschen einfach belasten. Und an einem Tag habe ich gedacht, okay, in diesem Regal muss irgendwas drin sein. Vielleicht ist da eine Antwort drin. Ich nahm all die erste Reihe Bücher, tat die in die Ecke
Und ich habe wie einen Sack genommen, wie der Nikolaus am Weihnachten hergeht. Und ich habe all die Bücher aus der zweiten Reihe in den Sack getan, über den Schulter getan und mich ins Auto gesetzt, zu einer Freundin nach Darmstadt gefahren. Die Patricia. Patricia, falls du das schaust, vielen Dank. Du hast mein Leben mit verändert. Und bei ihr angekommen, habe ich die Bücher alle auf den Boden getan. Es waren viele Bücher. Und wir begannen zusammen zu sortieren und haben Stapel kreiert. Also das ist eine Kategorie, das ist eine Kategorie, das ist eine Kategorie. Und wir haben uns am Ende geguckt, da ist ein Stapel, der ist größer als die anderen. Und wir haben die angeschaut. Und irgendwann mal guckte Patricia zu mir auf und sie sagt, ich weiß es. Du musst Coach oder Trainer werden. Und ich dachte mir, pff, why not? Warum nicht? Ich packte meine Bücher wieder ein, bin nach Hause, begann zu recherchieren, was gibt es denn für Ausbildungen, wo kann man hin, wo kann man das lernen? Und binnen kürzester Zeit war ich in einer Ausbildung in Wien, die mein Leben vollkommen verändert hat. Und warum wir überhaupt auf diese Geschichte zum Sprechen kommen, weil wir gestern, Lea und ich, uns ein bisschen zusammen gesinnt haben, warum machen wir die Ausbildung, warum ist die uns wichtig und warum wollen wir mit ihr in der Welt hinausgehen. Und für mich ist ganz klar, eine Coaching-Ausbildung zu machen, war der erste Weg in ein leichteres, glücklicheres, zufriedeneres, ruhigeres Leben. So hat meine eigene Persönlichkeitsentwicklungsreise begonnen. Und nicht nur das, ich habe einen neuen Beruf bekommen, der für mich und für Lea der beste Job auf der ganzen Welt ist. Wir dürfen jeden Tag Menschen begleiten, aus ihrem gefühlten Struggles und Leid in mehr Freude und Gelassenheit. Und das hat einen Dominoeffekt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn eine Frau sich zum Beispiel verändert, die Mutter und Ehefrau und Schwester und Führungskraft oder Lehrerin, ist egal, das macht einen Effekt in ihrem ganzen Umfeld. Wir beginnen zu hören, wie positiv alle verändert werden. Und das ist ein Beweggrund. Wir wollen auch für dich, falls du überlegst, den Beruf eines Coaches zu ergreifen, damit dein Geld zu verdienen, wenn du auch noch eine persönliche Transformation erleben möchtest durch die Coaching-Ausbildung, dann wollen wir nicht, dass du nicht davon gehört hast von uns. Und deswegen die Story heute. Lea, was möchtest du noch dazu hinzufügen? Es ist einfach einmal mehr so wunderbar, welche Wege das es nimmt. Ein Bücherstapel und wie der Nikolaus und den dann sortieren und zu merken, es ist alles schon da. Bei mir war es ähnlich. Ich habe das Buch von Angelika Gulder durchgearbeitet, obwohl ich schon in der Beratung war und schon so Teile auch gelebt habe und Ausbildung schon hatte. Und ich saß im Flugzeug neben einem Fremden und da stand, fragen Sie auch fremde Menschen, was die darüber denken mit all diesen Stärken und Themen, die wichtig sind in ihrem Leben, was da für ein Beruf passen könnte. Und wir haben geredet und der fand das spannend und war natürlich ein bisschen irritiert und hat aber auch drauf geguckt und gesagt, ja, so sind Sie schon Coach. Und ich habe gesagt, nein. Und der hat auch gesagt, ja dann, also Sie sind ja schon Coach. Und das war so das, aha, ich hatte schon alles, ich habe es einfach nicht gewusst. Es war so der letzte Stupser, so das zusammenzufügen und zu merken, ich habe die Reise schon viel früher begonnen, ohne es mir bewusst zu sein. Ja. Das war mein Aufwachen dazu. Und
was mir einfach kommt, ist dieses, wir wissen nie, von welcher Seite dann dieser Impuls kommt, aufzuwachen. Das Wissen ist in uns drin, aber manchmal übersehen wir es oder wir nehmen noch eine Runde außenrum und dann kommen wir drauf zurück. Und was uns wirklich wichtig ist, es ist beides drin. Es ist wirklich diese persönliche Transformation und eine solide Basis, um wirklich auch damit zu arbeiten. Und das ist so total wichtig für uns, dass niemand, der mit uns unterwegs ist, am Ende denkt, oh, das war jetzt noch schön, aber was soll ich jetzt damit? Praktisch und handfest und hat auch Business-Aufbauteile drin, die wirklich so diesen Boden geben, um auch diese ersten Schritte in einen neuen Beruf machen zu können, wenn man darauf Lust hat. Vielen, vielen Dank. Möchte noch was gesagt werden, Lea? Der zweite Teil, das Berührende bei dir, dass es eben aus diesem Moment auch herauskam von, hey, das Leben ist endlich. Dein Bruder, jemand Liebstes, ist nicht mehr da. Und dann sind wir auch oft bereit zu sagen, und jetzt? Ich wusste es schon lang, es ist schon lange klar, aber ich kann jetzt auch den Schritt gehen. Und manchmal müssen wir dahin, aber was wir immer mehr und mehr und mehr sehen, ist, dass wir auch dann gehen können, wenn das Leben uns keine Bälle spielt, sondern aus diesem inneren Wissen heraus. Absolut. Und was mir auch dazu in den Sinn kommt, ist, ich habe mitbekommen, so am Rande von verschiedenen Menschen in meinem Umfeld, vielleicht du auch, Lea, in diesen Zeiten der Pandemie, in Corona-Zeiten, dass Menschen auch dieser Zeit, diese verrückte Zeit, in der wir gerade leben, nutzen, auch als Lebensball, der zugespielt wurde, um nochmal in sich zu gehen, ob das alles gewesen war. Und so diese Neuorientierung, dass viele, viele das gerade so spüren, dass vielleicht was Neues sein könnte. Ja, also wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich. Und wir werden einfach über die nächsten Wochen immer mal wieder auch von der Coaching-Ausbildung erzählen. Auch ganz konkret und praktisch. Oder die Geschichten, die unsere Trainees, Studentinnen erleben und wie sie heute damit in die Welt hinausgehen können. Genau. Und ganz konkret werde ich posten unterhalb des Videos oder jemand aus dem Team der Link zu der Seite, wo du dich informieren kannst über die Coaching-Ausbildung. Und wir posten auch noch unsere E-Mail-Adresse, falls du mit uns sprechen möchtest. Und einfach wir mit uns beiden zu dritt, wir hüpfen online und wir gucken gemeinsam, ob das für dich was sein könnte. Diese Coaching-Ausbildung, wir sind sehr gerne für dich da. Und ich poste das auch unterhalb von dem Video. Also, schönen Tag zusammen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.